Schön, dass du wieder bei mir bist. Schauen wir mal, ob wir noch eine Kurzgeschichte haben für dich. Grübel, grübel. Schauen wir mal. Haben wir so viele schon gelesen? Ist das jetzt schon die siebte? Warte mal. Ui, ja, heftig, okay. Übrigens, die Kurzgeschichte stammt aus meinem Buch Im Namen der Hoffnung. Okay. Wenn du magst, unten in der Beschreibung ist der Link. Kannst draufklicken, kannst eins bestellen, wenn du möchtest, als Softcover available. Übrigens, die Kurzgeschichte jetzt heißt Der verliebte Stern. Eine wundervolle Geschichte. So schaut das Cover aus. Okay, der verliebte Stern. Da oben ist er. So. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Bist du entspannt? Fangen wir an. Der verliebte Stern. Es war einmal ein Stern, der sehr verliebt war in ein Sternenmädchen. Ja, sowas soll es geben. Der Stern war beeindruckt von ihrer weiblichen Sternenart. Von früh bis spät konnte er sie ansehen. Ihr Leuchten verzauberte ihn zutiefst. Was kann ich nur tun? Überlegte der Stern, der nicht wusste, wie er die Sternendame beeindrucken konnte. Er war so verliebt. In diesem Augenblick flog eine helle, leuchtende Sternschnuppe an ihm und schließlich auch an die Sternendame vorbei. Mit leuchtenden Augen sah die Sternendame der Sternschnuppe hinterher. Der verliebte Stern bemerkte, wie viel Freude ihr dieser Anblick bereitete. Ich werde leuchten wie kein Stern zuvor, beschloss der verliebte Stern daher. Es soll keinen Stern und keine Sonne geben, die heller scheinen wird als ich. Der verliebte Stern war sofort voller Tatendrang. Sie wird mich lieben. Sie wird mich so sehr lieben. Der verliebte Stern war überzeugt, einen Weg gefunden zu haben, um in der Sternendame die Liebe hervorzurufen. Sogleich machte er sich an die Arbeit. Er las alle Sternenbücher, ist natürlich wichtig, über außergewöhnliches Leuchten. Alle seine Sternenfreunde befragte er. Schließlich führte ihn sein Weg in ein sehr dunkles Universum, in dem ein sehr weiser Stern lebte, der sein Leben dem Leuchten widmete. Widmete? Widmete. Widmete. Guten Tag, weiser Stern, sprach der verliebte Stern zu dem weisen Stern. Guten Tag, begrüßt ihn der weise Stern, der nun nur selten Besuch bekam. Was führt einen so jungen und schönen Stern, wie du es bist, in dieses weit entfernte Universum? Der verliebte Stern gab stotternd zur Antwort: Ich habe erfahren, dass ihr ein sehr weiser Stern seid. Gewiss, gewiss, antwortete der weise Stern, der es liebte, wenn jemand seine Weisheit zu schätzen wusste. Ich habe gehört, ihr seid erfahren im Leuchten. Ich würde gerne erfahren, was es bedarf, um der hellste Stern am Firmament zu werden. Der hellste Stern am Firmament? Ja, heller als jeder Stern und jede Sonne. Der weise Stern dachte nach und sprach: So, so. Weiße Sterne lieben es, so, so zu sagen, besonders wenn hübsche Sterne vor ihnen leuchten. Muss gleich nochmal lesen, ich liebe diesen Satz. So, so, weiße Sterne lieben es, so, so zu sagen, besonders wenn hübsche Sterne vor ihnen leuchten. Bitte, Sie müssen mir helfen, ich muss es lernen, ich bezahle mit meinem Leben dafür. Mit deinem Leben? Ja, ich würde alles dafür geben, der hellste Stern am Firmament zu sein. Nun, es gibt wahrhaftig eine Möglichkeit, diese Tat zu vollbringen. Der verliebte Stern unterbrach den weißen Stern. Ich muss es wissen. Bitte, lieber weißer Stern. Nun gut, ich werde dich einweisen in die Geheimnisse des Leuchtens. Aber lass dir gesagt sein, du wirst zwar der hellste Stern am Firmament sein, jedoch nur für einen Augenblick.
Und der verliebte Stern unterbrach den weißen Stern erneut. Und was? Das Liebesleid machte ihn sehr ungeduldig. Der weiße Stern sprach weiter. Du wirst für einen Augenblick der hellste aller Sterne sein, aber du wirst mit deinem Leben dafür bezahlen. Der verliebte Stern war außer sich vor Freude. Nichts lieber als das. Dies ist mein sehnlichster Wunsch. Bist du dir sicher? Du wirst wirklich mit deinem Leben bezahlen, um nur für einen Augenblick heller zu leuchten als alle anderen Sterne? Das will ich. Der verliebte Stern stellte sich dabei das verliebte Gesicht der Sternendame vor. Das ist mein Wille. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als einmal heller zu scheinen als all die anderen Sterne. Der weiße Stern dachte kurz nach und nickte schließlich. Dann nahm er dem verliebten Stern seine Obhut und lehrte ihm sein Wissen. 7 Jahre vergingen und der verliebte Stern war eingeweiht in die Geheimnisse des Leuchtens. Du bist jetzt soweit, sprach der weiße Stern. Ich habe dir all mein Wissen gegeben. Nun liegt es an dir, es zu nutzen. Der verliebte Stern war nach den 7 Jahren so sehr mit dem Liebesleid verfallen, dass er es kaum noch ertragen konnte. Dennoch freute er sich, dass er dieses Wissen erlernen durfte. Er bedankte sich beim weißen Stern. Vielen Dank, weißer Stern, für die Zeit, die du mir geschenkt hast. Der weiße Stern nickte und begleitete den verliebten Stern zu seinem Universum. Mach es gut, mein lieber Stern. Es war schön, dass du meine Dunkelheit mit deinem Dasein erhellt hast. Dann machte er sich wieder zurück auf den Weg in sein dunkles Universum. Der verliebte Stern bemerkte sofort seine große Liebe, seine Sternendame. Und so sprach er zu sich selbst: Ich liebe dich noch immer so sehr. All die Jahre sind vergangen. Und meine Liebe zu dir ist ins Unermessliche gestiegen. Der verliebte Stern vergoss eine Träne der Einsamkeit. Die Zeit ist gekommen. Der verliebte Stern machte nun von all seinem Wissen Gebrauch, das er von dem weißen Stern in den 7 Jahren gelernt hatte. Zuerst war es nur ein kleiner Schein. Dann war es schon ein richtig intensives Leuchten. All seine Sternenfreunde richteten ihre Sternenaugen auf ihn. Das intensive Leuchten wurde zu einem unfassbar hellen Schein. Es gab keinen Stern und keine Sonne, die dieses intensive Leuchten nicht bemerkten. Er leuchtet so schön, sprachen alle im Universum. Wie macht er das nur? Schließlich wurde das Licht so hell, dass es in Hunderten von Universen für Staunen sorgte. Dann erlosch das Licht plötzlich und der verliebte Stern starb. Der verliebte Stern trat vor Gottes Antlitz. Er war noch immer verliebt in die Sternendame. Lieber Gott, sprach der verliebte Stern. Ich habe die letzten Jahre meines Lebens dafür gewidmet, meine große Liebe zu beeindrucken. Ich habe sogar mein Leben dafür geopfert. Warum aber fühle ich mich dennoch so leer, so einsam, so traurig? Und Gott sprach zu dem verliebten Stern: Mein geliebter Stern, ich liebe dich so sehr. Warum aber hast du sie nicht einfach angesprochen? Warum aber hast du sie nicht einfach angesprochen? Eine schöne Geschichte, oder? Was meinst du? Was denkst du? Was sind deine spontanen Gedanken, die da aufkommen? Mach kurz Pause und schreib mir kurz deine Gedankengänge unten rein in die Kommentare. Ich warte kurz. Und dann erzähle ich dir, was ich dabei gedacht habe. Achtung, Pause und...
So, was hat Jorel the Crying Gentleman dabei gedacht, wie er diese Kurzgeschichte Der verliebte Stern geschrieben hat? Wir machen manchmal unfassbare Dinge. Wir machen es kompliziert ohne Ende. Dann muss ich die Rosen kaufen, dann muss ich das machen, dann muss ich zuerst ins Fitness gehen, dann muss ich das da machen, dann muss ich das machen, dann brauche ich den Anzug, dann brauche ich das, dann muss ich so machen, muss zum Friseur, muss das und jenes und das alles machen und dann irgendwann mal dann, ja, dann spreche ich sie an. Warum sie nicht einfach ansprechen? Wir können Universen aufbauen. Ohne Ende unser ganzes Leben damit verschwenden. Aber warum kriegen wir nicht einfach unseren Hintern hoch und machen es? Warum sind diese Geschichte quasi der Stern, der in die Sternendame verliebt ist? Oder in der reellen Welt der Mann, der in die Frau verliebt ist? Warum nicht einfach ansprechen? Nein, wir können ein Nein ernten. Klar, kannst sagen, Mist, verdammt nochmal, kotzt mich an. Dann war es ein Nein. Fertig, ja und? Irgendwann mal kriegt man mit Sicherheit ein Ja. Aber wir müssen uns überwinden und müssen uns trauen. Wie schaffen wir denn das? Das schaffen wir nur, wenn wir nicht dominiert werden durch Ängste. Wenn die Ängste in uns nicht regieren. Weil die Angst will uns immer natürlich abhalten von den ganzen schönen Dingen. Die Angst sagt dann, ah, du bist zu hässlich, nein, du bist nicht muskulös genug, ach nein, du hast kein schönes Auto, hast nicht genug Geld, nein, hast das nicht und das nicht und das nicht. Das sagt die Angst. Was aber sagt die Liebe? Woohoo, here we go, baby. Wir leben einmal. Here we are. What better place than here? What better time than now? Was für einen besseren Platz als hier? Was für eine bessere Zeit als jetzt? Ich bin am Leben. Ich kann. Das können wir aber nur natürlich machen, wenn wir einigermaßen Selbstbewusstsein haben, einigermaßen, das bringt uns wieder zum Thema Selbstliebe. Wir müssen schauen, dass wir einigermaßen uns ausstehen können. Dass wir mal in den Spiegel schauen können und sagen, bin einigermaßen stolz auf mich. Habe ein cooles Video gemacht, eine schöne Kurzgeschichte geschrieben. Selbstliebe. Wie schaffe ich das? Wenn du magst, subscribe den Kanal. Ich habe viele Videos noch dazu. Wirklich eine Gebrauchsanweisung. Jorels Pyramide, habe ich das Ganze getauft. Schritt für Schritt zur Selbstliebe. Also, ich mache noch viele, viele Videos dazu. Genau, aber das ist natürlich die Lösung. Ja, wie ich zu mir selbst stehe. Und wenn ich selbst mich einigermaßen ausstehen kann, dann kommt eine innere Ruhe. Und wenn ich mich versuch's. Was kann ich verlieren? Warum hast du sie nicht einfach angesprochen? Ah, I love it. In diesem Sinne. Übrigens, wenn du magst, das Buch unten in der Description, in der Beschreibung ist der Link. Kannst du gerne kaufen. Freut mich natürlich. Wenn du magst, kannst du selber dann nachlesen.